Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian für euch mit einem weiteren Video zu den Katakana und zwar einem kleinen Übungsvideo. Und zwar haben wir hier diesen Zettel bekommen von unserer Dozentin im Studium, wo dann 25 Zeilen drauf sind mit mehreren jeweils Katakana-Wörtern, meistens dann englischen, ausländischen Wörtern eben, die in Katakana geschrieben wurden. Und ich werde das Ganze hier dann ungeschnitten zeigen. Das heißt, es werden definitiv Fehler auftreten. Rechts stehen die Lösungen, die habe ich jetzt hier mit einem Stück Pappe abgedeckt. Werde dann immer, wenn wir eine Zeile durch haben, natürlich dann mich kontrollieren. Und ja, ihr könnt mir sozusagen ein bisschen folgen, versuchen es selbst zu lesen. Ich hoffe, man erkennt einigermaßen jetzt in der Zoom-Größe hier, wenn Striche an den Silben dran sind. Also hier beim Hä sieht man es, denke ich, ganz gut. Das ist dann auf jeden Fall ein Bä. Ist hier oben bei dem Key, bin ich mir nicht ganz sicher, weil da gehen die zwei Striche so genau an die Silbe ran. Ich kann es nicht ganz gut einschätzen, weil ich jetzt hier an der Kamera natürlich nur einen kleinen Bildschirm habe und vielleicht sieht man es dann auf dem tatsächlichen HD-Video besser. Wie dem auch sei, genug der Vorrede. Wir machen jetzt eine Leseübung, ja, und fangen natürlich oben bei 1 an. Ja, links ist Amerika. Amerika, Amerika. Daneben ist Igilis, Igilis, das müsste England sein. Und daneben haben wir Italia. So, schauen wir mal, ob das stimmt. Amerika, Igilis, Italia. Amerika, England und Italien. Dann haben wir Indonesia. Indonesia und daneben haben wir Escalator, genau. Indonesia und Escalator. Escalator müsste der Aufzug sein, wenn ich mich nicht irre, ne? Escalator in Englisch. Dann bei 3 haben wir Elevator haben wir hier. Elevator ist der Aufzug. Escalator bin ich mir jetzt gerade. Ja, egal. So gut bin ich dann des Englischen nicht mächtig, dass ich weiß, was Escalator heißt. Aber das hier ist auf jeden Fall dann der Elevator. Und das ist dann entsprechend der Aufzug. Und daneben haben wir Engineer. Engineer, der Ingenieur. Elevator, Engineer. Viertens haben wir Cassettotape. Cassettotape. Also Kassettenrekorder, glaube ich. Ne, das wäre dann Recorder Tape. Einfach Kassettentape. Also wie nennt man das? Ja, einfach nur eine Kassette, oder? Für Tape gibt es dann kein deutsches Extrawort. Ja gut. Wie dem auch sei, dann Kameramann. 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 Cassettotape und Kameramann. Bei 5 haben wir Kohi, Kaffee, und Computer. Der Computer. Dann 6 haben wir Soccer. Soccer. Das ist dann Fußball, also Soccer sozusagen. Hier aber allerdings Soccer geschrieben. Und daneben haben wir Sharp Pencil. Keine Ahnung, was es ist, aber es ist Sharp Pencil. Pencil, wahrscheinlich Stift irgendwie was, aber was für ein Stift, das ist, kann ich euch leider auch nicht sagen. Sharp Pencil. Dann haben wir Ski mit zwei Strichen. Juice, ah, Juice, na klar, Saft, Juice. Und daneben Super, Super, Supermarkt, Saft und Supermarkt, Super. Dann Suisse, Schweiz, Thai, müsste Thailand sein, und Taxi, das Taxi. Swiss, Thai und Taxi.
Dann haben wir Chocolato, Schokolade und Tape Recorder. Da ist da der Tape Recorder, ja, der Kassettenrekorder. Also war Cassetto Tape, dann einfach wahrscheinlich nur die Kassette übersetzt, die eigentliche Kassette. Schokolade und Tape Recorder. Dann haben wir Tennis, das ist, denke ich mal, klar, Tennis und Televi. Also, ja, TV, also Fernsehen, Televi. TV. Da sieht man mal eben auch, dass das für ein ausländisches Wort, wo eigentlich ein V vorkommt, eben oftmals die Hiragana der H-Reihe genommen werden mit zwei Strichen, die dann also zum B werden, Televi. Weil es dann eben doch ansatzweise wie ein V klingt. Hier hat man nochmal ein Beispiel dafür. Gut, weiter mit 11. Telehonkado? Was? Telehonkado? Ach, verstehe. Telefonkado. Das müsste man sich ein bisschen geäfft denken, dieses Ho hier. Telefonkarte. Kado. Telefonkado. Gut, und daneben ist... Das sehe ich jetzt gar nicht. Auf dem Zettel kaum, ob da an dem T zwei Striche dran sind, wahrscheinlich. Also Depato. Telefoncado und Depato. Depato, glaube ich, von Department Store. Und Telefoncado, ist klar. Dann 12 haben wir Toilette. Und Toiletto Paper. Ja. Also Toilettenpapier, Toiletto Paper. Dann haben wir Deutsche bei 13, Deutsch oder Deutschland. Und also, ja, Deutschland dann in dem Fall Deutsche Go wäre Deutsch als Sprache. In dem Fall ist dann wahrscheinlich wirklich das Land Deutschland, Deutsche. Und daneben haben wir New York. Okay. New York. Die Stadt New York. New York. Ist manchmal nicht ganz einfach am Anfang rauszukriegen, wenn man es liest, was es dann wirklich sein soll für einen Ortsname, für einen englischen Begriff oder so. Nicht immer ganz einfach. Dann bei 14 haben wir Necktie, die Krawatte, Necktie und Noto. Death Noto. Kennen vielleicht einige. Necktie und Noto. Dann haben wir den Bass. Den Bus. Passcon. Passcon. Passocon. Weiß ich leider nicht, was das ist. Passocon. Und Pan am Ende. Das Brot auf jeden Fall. Passocon. Passocon. Kann ich euch leider nicht sagen, was das ist. Passocon. Dann haben wir Biele, das Bier, und Video. Da ist auch wieder das B benutzt für Video in dem Fall. Also das wäre dann das Video. Video. 17 haben wir Pflanze, Frankreich, und Plagile. Plagile, ja, Brasilien. Ist mir, glaube ich, auch schon in einer anderen Schreibung untergekommen bei uns im Buch. Müsste ich da mal nachgucken. Blagile. Ah, das ist ein Bu, kein Pu. Das sah für mich auf der Kamera wegen... Ich gucke ja eher auf die Kamera, damit ich sehe, was ihr seht und nicht auf den Zettel unter der Kamera gucke. Das ist also ein... mit zwei Strichen nur ein Pu. Also Blagile, nicht Plagile. Dann 18 haben wir Peking. Peking, chinesische Hauptstadt, und Ballpen, der Kugelschreiber, Ballpen. Peking und Ballpen. Dann bei 19 haben wir Milke, also Milch, und Mexiko. 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 So.
20 sind wir angelangt. Bis 25 geht's, sind also gleich durch. Lazio. Lazio, das Radio. Und Lestolan, Restaurant. Lestolan und Lazio. Dann haben wir Le Porto. Le Porto. Wüsste ich leider nicht, was es heißt. Report vielleicht. Also ein Report oder so. Und daneben Losanselse. Was? Losanselse? Das ist ein Lo, ein Sa, ein N. Losanse. Ein stimmhaften S. Selse. Losanselse. Losanselse. Habe ich leider keine Ahnung, was das heißen soll. Tut mir leid. Jetzt werde ich hier unten langsam mit dem Platz knapp. Wo waren wir bei 22? Ne, ja. Loschja. Loschja. Das könnte Russland sein, ne? Loschja. Und daneben Lobby. 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 Loschja und Lobby. Wahrscheinlich Russland und Lobby, habe ich allerdings keine Idee. Ich muss mit der Kamera ein bisschen runtergehen für die letzten. So. Bei 23 waren wir London. London ist, denke ich, klar. Und daneben haben wir Wein. Wein. Das war Wahles Ende. Ach so, okay, da hat sich wohl unsere Dozentin einen Scherz erlaubt. Das ist ein deutscher Satz verjapanisiert mit Katakana. Das Wahles Ende. Das Wahles Ende. Ja, aber da kommt auch noch einer drunter. Das das dann. Bitte fleischig juben. Bitte fleischige juben. Üben. Okay, bitte fleißig üben wahrscheinlich. Bitte fleischige Üben. Ja, wenn das mal keine nette Aufforderung von unserer Dozentin ist. Ja, das war jetzt die Leseübung in ungeschnittener Variante für alle, die es interessiert haben. Ich hoffe, einige haben fleißig mitgeübt oder hatten ein bisschen Spaß daran an meinen Fehlern, die ich eventuell drin hatte. Und an der Stelle ist dann mit dieser ersten Katakana-Leseübung Schluss. Ich mache jetzt noch eine weitere Übung mit euch zusammen mit dem McGill Language Center. Da könnt ihr auch das euch selbst wieder ausdrucken und ein wenig mitmachen. Und an der Stelle jetzt für dieses Video sage ich zumindest Bye bye, Matane.